Diese Geschichte spielt tief im rätoromanischen Westen des Kantons Graubünden. Es geht um einen Bauern und um die raue, ungezähmte Landschaft in diesem Teil der Schweiz. Die Hochflächen und Almen hoch überm Tal. Außerdem um seine Schafe, ums Skitouren gehen und darum, wie das alles zusammenhängt. Aber der Reihe nach. Lassen wir Markus Bertha selbst erzählen und beginnen einfach mit dem Anfang. Ich war 8 Jahre, mein Bruder war 10 Jahre alt. Und wir haben den ganzen Sommer 50 Kälber gehirtet. Meine Mutter hat uns um 6 Uhr am Morgen geweckt. Sie hat für uns Frühstück gemacht. Da sind wir eine Stunde hochgelaufen hier. Und das 3 Monate lang. Also das war nichts mit Ausschlafen und Gamen. Also das war wirklich Arbeit in der Natur. Aber ich muss sagen, ich bin froh, habe ich das als Kind gehabt. Es war manchmal schon, wenn es vielleicht regnete, wenn es vielleicht manchmal im September schneite, Nebel war, manchmal lange Tage. Aber ich glaube, das hat mir nahe an der Natur gebracht. Ich habe Automechaniker gelernt. Dann habe ich 1 Jahr auf dem Beruf in Chur gearbeitet. Aber eigentlich war das sehr schlimm für mich, den ganzen Tag drinnen zu sein und die Berge nicht sehen. Ja. Und ich glaube, weil ich schon als Kind immer so in der Natur war, habe ich dann für Bauer entschieden. Und ich bin sehr froh, weil als Bauer kann man wirklich sehr, sehr naturnah leben. Naturnah heißt in seinem Fall natürlich auch nah an den Bergen. Von seinem Wohnort Senjas hat Markus die schönsten Gipfelziele gleich vor der Stalltür. Und wenn er mit seinem Nachbarn, dem deutschen Anwalt Rico Kustermann, zur nächsten Skitour aufbricht, ist die Freude an der Natur so frisch wie der frisch gefallene Schnee. Rico, schau mal, wie das schön glitzert hier. Ist fast schade zum das Verdrücken hier. Ha? Ja. Zum Drüberlaufen. Aber sieht ja gar keiner. Das stimmt. Vorherbestimmt war sein Traum von Freiheit und Weidetieren dabei keineswegs. Der Großvater war Bauer. Und der Großvater ist dann gestorben. Da hat 20 Jahre niemand um die Landwirtschaft gekümmert. Und dann, wo ich Automechaniker fertig die Lehre abgeschlossen habe, bin ich auf der Idee, weil meine Mutter hatte immer als Hobby 20 Schafe. Und ich habe dann mit 20 Schafen langsam das aufgestockt. Fast 300 Schafe und Lämmer umfasst Markus Berthas Herde heute. Im Winter lässt er sie täglich aus den Ställen, denn er weiß, Sonne und Bewegung sind auch gut fürs Vieh. Das Futter ist zum größten Teil selbst geerntet, gepresstes Heu von seinen eigenen Weiden. Gegenüber Kühen haben die Schafe für den bergbegeisterten Graubündner einen ganz besonderen Vorteil.
Ich muss nicht 6 Uhr im Stall sein, ich kann auch einmal 10 Uhr im Stall sein. Wichtig ist einfach bei den Schafen, dass sie genug zu fressen haben. Wann sie das kriegen, interessiert sie nicht so. Weil ja, sie können eigentlich im Stall 24 Stunden fressen. Wenn ich einmal auf eine Skitour bin und vielleicht erst am 6 Uhr nach Hause komme, das ist den Schafen egal. Mit Kühen und ihrem regelmäßigen Futter- und Melkrhythmus wäre es mit der großen Freiheit des Skitourengehens also nicht ganz so weit her. Als Schafbauer hat er in seiner Heimat fast unbegrenzte Möglichkeiten. Der Schnee ist frisch, der Tag ist jung. Ein Leben, wie es sein soll. Am Ende leisten die Schafe sogar einen Beitrag, dass diese Möglichkeiten auch in Zukunft erhalten bleiben. Wir bewegen uns auf ihren Weideflächen. Im Frühjahr und im Herbst sind wir hier mit der Schafherde und wir weiden das ziemlich intensiv ab, dass wir die Verbuschung zurückhalten können. Wenn die Schafe den Gras nicht abweiden oder überhaupt die Tiere, die Kühe oder die Kälber, dann bleibt das lange Gras stehen auf die Grasnarbe. Der Schnee klebt dann auf den langen Gras. Mit dem Gewicht vom Schnee reißt es dann die Grasnarbe weg und es entsteht Erosionen. Nachdem entsteht Steinschlag und dann mit der Zeit wird es auch noch lawinengefährlicher. Ich wohne auch unten in Senjas, ganz in der Nähe und helfe gern mit, wie meine Frau auch. Man lernt wahnsinnig viel mehr über die Natur, über die Pflanzen, ja, über die Tiere auch. Macht Spaß. Wie wir es versprochen hatten. Es hängt alles zusammen. Der Bauer, sein Vieh, die Landschaft und das Skitourengehen. Und am Gipfel kommt sogar noch etwas dazu. Okay. Hey! Haben wir geschafft, ha? Hm? Markus, was passiert eigentlich mit der ganzen Wolle? Was wird da ausgemacht? Also, ich sammle ja die Wolle, ich verpacke sie, also ich presse sie und dann wird die dann gewaschen. Und ich sehe sie dann ab und zu in die Jacken. Also wenn ich Jacken unterwegs sehe mit Swiss Wool, dann gehe ich davon aus, dass auch von meiner Wolle drin ist. Ja, da ist angeblich hier hinten, da wo es ein bisschen gepolstert sein soll, ist Swiss Wool drin. Ich wusste jetzt nicht, hier steht's ja. Das ist deine. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also vielleicht noch ein kleiner Teil von meiner. Genau. Und so ist Markus Berter ein kleiner Teil einer ganz großen Idee. Schafhaltung in den Alpen erhält die Almflächen und die Steilhänge. Und die Wolle gibt es als umweltfreundlichen, regional produzierten Rohstoff noch dazu. Nicht nur tief im Westen von Graubünden,
sondern überall in unseren Bergen.